Vincent! Fährt auch alle platt. Das hier passiert ganz zum Schluss. Es ist schon irgendwie 21 Uhr. Nee, nach 21 Uhr. Ich schneide das aber einfach mal noch mit an den Anfang. Fährt mir fast über die Füße. Hier, Bumblebee. Viel Spaß mit dem Video. Aber da kommen immer noch Autos. Das ist kein neuer Mauer, ne? Ja, das ist der Utopia, den ich am Comasee gesehen habe. So, wir haben hier eine kleine Lücke gefunden. Das Fenster wurde gerade geschlossen, die Rollos sind runtergedreht worden. Ja. Naja, nicht so eine schöne Lücke. Besser als nichts, ne? Die Qualität ist natürlich jetzt auch nicht so ideal. Zoome ich ein bisschen raus, ist die Qualität vielleicht ein bisschen besser. So, da kommt das Kamerafahrzeug und dann kommt ja wahrscheinlich jetzt hier die ganze Crew dahinter, genau da, Utopia, Codalunga, den habe ich schon in Como gefilmt. Como-Video übrigens vor einer Woche da, hier alles, volles Programm, alle am Start. Kann man das sehen? Zoom? Ich weiß nicht, ist der Zoom jetzt besser oder macht er das schlechter? Schön, 722 ist er. Dadurch, dass sie so schön langsam fahren, kann man es tatsächlich gut sehen, auch wenn es nicht die beste Qualität ist. Wahrscheinlich so ein bisschen rauszoomen besser, ne? Es ist witzig, wie plötzlich an allen Ecken die Leute über den Zaun gesprungen sind. Eben ist einer über den Zaun gesprungen hier und dann die Tribüne hochgerannt hier. Landolee 650G, klasse. Mal ein ordentliches Auto. Das ist schon lustig, hier wie so ein Penner an dem Zaun zu stehen und durch so eine kleine Lücke zu filmen.
was ich nicht alles für euch mache, obwohl ich schon hier 11 Stunden im Auto gesessen bin. Von der Kulasee hochgegaukt, gegurkt, um jetzt den Quatsch hier zu filmen durch den Zaun. Ich freue mich auf mein Bett, das habe ich mir dann redlich verdient. Heute Abend noch ein Feuerwerk und dann geht's endlich mal ins Bettchen. Unbedingt die Monaco-Videos gucken und Como am besten auch. Und abonnieren und liken und kommentieren und Instagram folgen. Das hört ja gar nicht mehr auf, Mensch, wie viele Autos haben die denn? Ist ja unfassbar. Da sind noch immer neue Autos, ne? Die haben die Runde noch nicht fertig. Dicker Motorworld Truck. US-Truck. Hier EB. Ah ne, der war ganz am Anfang, EB 110. Das war der allererste. Der ist aber auch vor der kompletten Crew schon durchgefahren. Jetzt müssen sie einmal den kompletten Ring belagert haben. Wir sind hier übrigens am Hocken im Ring, falls ich das aus irgendeinem Grund noch nicht betont habe, gesagt habe. Wobei die Leute, die das Video schauen, das wahrscheinlich wissen. Dem Typ hier ist ganz schön heiß. Die ganze Zeit hier abtrocknen. Hier so ein endgeiler Ordner, der schon seit 30 Jahren hier beim Hockenring schafft. So, das war jetzt die erste Runde. Dieser Zaun übrigens, da ist er gerade rüber gejumpt und dann hier diesen verwilderten Weg zur Tribüne hoch. Lieblings-YouTuber. Hallo. Da fährt er davon. Schon wieder dieselbe Klapperbüchs. Wir sind mal gespannt, ob mal noch was anderes kommt hier. Wie alle hier geduckt sind und alle filmen. Hallo. Jetzt. Ich liebe Toast. Ein Traum von einer Pizza extra für mich, für den Odixo. Da, hier kommt pinkes Schweinchen. Ein Traum von einer Pizza aus diesem traumhaft schönen Ofen. Ein Traum. So riecht's wirklich fein. So, jetzt muss ich in eine Sekunde filmen. Moment. Und dann muss ich die Pizza futtern. Und nun? Wir stellen Ihnen eine wunderbare Pizza vor. So. Schauen Sie diese leckere Pizza. Das sind doch die Pizza nicht anfassen. Oh. Finger weg. Und ich so Fan. Naja. Ich dachte, da kommt jetzt richtig was hier. Ja. Weil so im Stand. Ja, besser als nichts. Unterhaltsam. EP57 SV. Gefolgt von 27 S. Ich hatte gerade überlegt, weil die heißen die immer S. Direkt noch einer. Da unten fahren sie durch das Zelt von den Frankfurter Spottern.
streiten sich hier um ihre Bilder. Hier lauter E63 kann man auch mal durchaus filmen mit hier gelbem Akzent, hat er sich Mühe gegeben. Jetzt Kickdown. Jawohl. Tim Burton, Schmier 150, SLS Black Series 1. Ich habe auf Englisch gesprochen, weil ich hier den ganzen Tag auf Englisch gefilmt habe in Monaco. Ganz dramatisch, der SLR-Club kommt die Straße hinauf, lässt sich Zeit. Stirling Moss, MSO 722 und ein moderner MSO, die gerade erst nagelneu gebaut wurden. McLaren Edition, MSO. 722 Coupé und das ist ein neuer MSO. Die heißen im Moment einfach MSO. Genau so einen MSO habe ich gerade in Monaco gefilmt, gestern. Sehr, sehr schön. Unten kommen die Hypercars, biegen unten ab, jetzt rennen alle runter. Keine Lust da zu rennen, ich film's euch so. Oh ja, hier, Elva. KTM Dingsbums, nicht Expo, da heißt er irgendwie anders. Senna, nicht so spannend. Ui, eine Flasche. War's das schon? Jetzt rennen sie wieder zurück. Witzig. Oder kommt noch was? Nee, jetzt rennen sie wieder zurück. Weltklasse. Wieso rennen sie denn so? Was soll da jetzt kommen? Sportwagen. Gucken wir mal. Ah, hier. Da hinten ist er. Senna. Von der Fahrbahn. Senna The Magic steht an der Seite vom Spoiler.
macht denn er hier? Was soll das denn hier? Der Panamera da hinten ist ein Gemballa. Sterato. Er kann sein Glück kaum fassen. Freund vom Ford GT-Typ. Vielleicht siehst du das Video ja selbst. Freust dich. So, hier. Rira BC. Fährt auch alle platt. Der hat hier für. Der sorgt für Aufregung. Das ist ja heftig. Haben wohl noch keinen gesehen vorher. So wie die da langrennen. Ist richtig Turn-up hier jetzt noch abends. Und eine Kiste nach der anderen. Den alten Hobel hier gedreht, den Buckel hoch. So, so langsam haben wir das Ende erreicht. Jetzt kommen hier noch ein paar Kisten. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Guckt unbedingt die Como-Videos, die Monaco-Videos. Schaut das Video ganz an. Lasst mal ein Like da, ich hasse es danach zu fragen, aber macht das, da freue ich mich drüber. Ein Kommentar finde ich auch. Super Dufte. Und halt natürlich ein Abonnement, falls ihr dies noch nicht gemacht haben solltet. Vielen lieben Dank und tschüss vom Arne. Aus Neuss bei Düsseldorf. Das war's vom Hockenheimring Dirt Day 2024. Ich bin müde und bin hoffentlich bald zu Hause, nachdem ich das Feuerwerk hier in der Nähe angeschaut habe. Ah, dahin kommt noch eine Büchse. Komm, hier, die nehmen wir noch mit. James Bond ist unterwegs zu uns. Boah, geil, sagt der eine hier vorne. Ist live dabei hier. James Bond. Zum Sonnenuntergang, perfekt. Tschüss. Sehr geil. Sehr geil. Beides MSO, McLaren Edition rechts, nagelneuer MSO links. Sterling Moss steht rechts im Dunkeln hinter diesem Zaun und der 722.